Dann möchte ich Ihnen jetzt das Podium vorstellen. Als erstes Herrn Christoph Nolder, unseren Stadtbaurat. Dann allgemein bekannt, Herr Christian Geselle, unser Stadtkämmerer und künftiger Oberbürgermeister. Guten Abend. An seiner Seite von der Kasseler Verkehrsgesellschaft AG, Herr Dr. Thorsten Ebert. Guten Abend. Und noch ein weiterer Mitarbeiter der KVG, Herr Müller, auch Sie herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Drei weitere Mitarbeiter der KVG werden bei speziellen Fragen unterstützen. Auch für Sie ein herzliches Willkommen hier heute Abend. Und auch die Presse ist da. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen heute Abend hier im Bürgersaal. Beginnen möchte ich damit, dass ich bei Ihnen darum bitte, dass Sie ein Eingangsstatement geben, und an Sie habe ich noch die Bitte, es lagen solche grünen Kärtchen aus, die würde ich gerne einsammeln. Reden darf nur, wer ein solches grünes Kärtchen abgegeben hat. Das macht den Sinn, dass wir hier vorne zusammenstellen können, wie die einzelnen Themenbereiche über die Stadt verteilt sind. Ich darf Sie also bitten, damit wir einen guten Verlauf des heutigen Abends gewährleisten können, dass Sie diese Kärtchen ausfüllen mit Ihrem Namen und mit der Linie oder den Linien, um die es für Sie in der Fragestellung geht. Ein kurzes Stichwort dazu und vielleicht den Ortsteil, um den es geht. Und wenn Sie diese Fragen, diese grünen Kärtchen dann bei mir abgeben könnten, dann wäre das prima und würde ermöglichen, dass wir geordnet durch den Abend kommen. Nach den Statements der Podiumsteilnehmer wird es eine Präsentation der KVG geben und im Anschluss daran ist es dann möglich, die entsprechenden Fragen zu stellen. Herr Nolder, darf ich Sie bitten um ein kurzes Eingangsstatement? Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Friedrich, es freut mich, dass so viele Menschen heute Abend wieder Interesse am öffentlichen Nahverkehr in Kassel haben. Der öffentliche Nahverkehr ist ein ganz wichtiges Verkehrsmittel innerhalb unserer Stadt. Was sehen den anderen, dass man eben mit dem Auto durch die Stadt fahren kann, aber auch mit dem Fahrrad und zu Fuß, ist der öffentliche Nahverkehr eines der wichtigsten Verkehrsmittel innerhalb unserer Stadt. Und Ihr Interesse heute Abend zeigt, dass er nicht nur einfach existiert, sondern dass er auch angenommen wird und dass auch viele Menschen begrüßen, dass der öffentliche Nahverkehr auch bis mitten in die Stadt fährt und auch in der Königstraße eine eindeutige Präsenz hat. Was braucht man für einen guten ÖPNV, den wir in Kassel nach allen Zahlen, die wir auch im Benchmark in der Bundesrepublik haben. Was braucht man? Man braucht eine gute Infrastruktur für die Stadt, für die Schienen, für die Straßenbahn. Und wir sind eine Stadt mit Straßenbahn, wo wir im Zuge zu anderen Städten schon einen großen Vorteil haben. Nicht alle Städte dieser Größe verfügen über ein derartiges gutes Verkehrsmittel wie die Straßenbahn. Wir brauchen natürlich Fahrzeuge, die den Anforderungen von Ihnen gerecht werden, in der Art, wie man einsteigt, wie sie ausgestattet sind mit Informationen. Und da ist, sagen wir, in Kassel auch viele Schritte passiert in den letzten Jahren, sodass wir ein weitgehend barrierefreies Netz innerhalb von Kassel haben. Was braucht man noch? Man braucht natürlich Menschen, die diese ganzen Dinge bedienen. Und man braucht ein Netz, wo an den Stellen das Angebot besteht, wo es tatsächlich nachgefragt wird. Dieses Netz ist Wandlungen unterzogen und Wandlungen unterzogen deshalb, weil eine Stadt sich kontinuierlich ändert. Nicht nur räumlich, dass Baugebiete oder andere Siedlungsgebiete dazukommen, sondern es ändert
verändert sich auch in der Bevölkerung. Sie wissen, wir werden alle älter im Durchschnitt und deswegen muss man an solchen Dingen arbeiten. Auch die Bedingungen der Ausbildung ändern sich und so muss man an solchen Netzen immer wieder dran arbeiten. Das sind die Bedingungen in Kassel, der ÖPNV ist gut. Und das Netz, die Netzreform, ist ein deutlicher Auftrag, dieses auf die Zukunft ausgerichtet, auf die Zukunft so zu halten. Und was braucht man, um als wichtigste Grundlage, damit ein öffentlicher Nahverkehr funktioniert? Man braucht Entscheidungen. Weil an irgendeiner Stelle muss eine Entscheidung getroffen werden, dass der Bus oder die Straßenbahn in einer bestimmten Nummer zu einer bestimmten Zeit fährt und dass man sie an dieser Stelle dann auch erwartet. Weil ein Fahrplan ist das Ergebnis einer Entscheidung. Der ÖPNV kann nicht jedes Haus in gleicher Weise in der Stadt anbinden, sondern das erfolgt nach dem, wo der Bedarf am größten, wo die Kapazitäten benötigt werden und auch, dass die Anbindungen so sind, dass von jedem Ort der Stadt der ÖPNV in einer erträglichen Entfernung erreichbar ist. Aber die Stadt ändert sich und deshalb haben wir uns der Aufgabe gestellt, dieses Liniennetz neu aufzustellen und dann am Ende natürlich eine Entscheidung zu treffen, um eindeutig Fahrpläne wieder formulieren zu können. Und dieser Prozess läuft jetzt schon eine Weile. Wie kommt man zu solchen Entscheidungen? Indem man einmal auf fachspezifische Art, nämlich mit auf Grundlage der vorhandenen Zielpläne, das ist einmal der Verkehrsentwicklungsplan, in dem Anforderungen für den Verkehr, für den öffentlichen Nahverkehr stehen. Es ist auch der Nahverkehrsplan, in dem ganz explizit für den öffentlichen Nahverkehr Ziele drinstehen, dass man den zugrunde legt. Und dann in hoher fachlicher Komplexität dieses Netz, was viele Haltestellen, viele unterschiedliche Fahrzeuge, unterschiedliche Fahrpläne hat, in hoher Genauigkeit entwickelt. Und wenn man das dann im Entwurf entwickelt hat, dann macht man daraufhin eine Beteiligung, wie wir das in Kassel zum Glück gewohnt sind, dass man einen solchen Vorschlag, in diesem Fall von der KVG, dann öffentlich vorstellt und in einem sehr langen Prozess auf allen politischen, aber auch im Bereich der Bürgerbeteiligung diskutiert. Das wurde umfangreich gemacht, bis zu 1000 Vorschläge wurden da bearbeitet und das jetzt überarbeitete Netz ist das Ergebnis einmal der fachlichen Bearbeitung, einmal des Beteiligungsprozesses und wo Sie oder auch andere Menschen, die heute nicht da sind, intensiv daran gearbeitet haben und das wieder zu einem dann einmal technisch umsetzbaren und logistisch funktionierenden System zusammengebaut wird, wo möglichst viele Anregungen, die von Ihnen oder aus der politischen Ebene drin eingearbeitet wurden, mit dem Ziel, über ein solches Netz dann eine Entscheidung zu treffen. Und die steht kurz bevor. Und mit dieser Entscheidung in der Lage zu sein, zu sagen, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt Sie dann eindeutig mit dem Bus oder mit der Straßenbahn oder auch mit dem anderen Sammeltaxi rechnen können. Das ist der Hintergrund, warum man solche komplizierten Entscheidungsprozesse macht. Und die detaillierten Abhängigkeiten sind vielfältig und allen kann man sie nur im Zusammenhang eindeutig nicht recht machen. Aber wir sind sicher, dass der nun vorliegende Vorschlag ein eindeutig besseres Netz ist als das, was wir hatten. Und das Zweite ist, es ist ein Netz, was zukunftsfähig ist, das heißt auch uns zukommende Anforderungen durch entsprechende Anpassungen auch in Zukunft in der Stadt besser bearbeiten kann, als das alte es hat. Und deshalb hoffe ich, dass wir in Wälde eine Zustimmung zu diesem Netz erhalten und eben genau die notwendige Entscheidung dann treffen. Vielen Dank, Herr Stadtbauer Mulder. Dann bitte ich jetzt Herrn Stadtkämmerer Geselle eine kurze Einführung. Ich mich darauf, dass ich Ihnen auch einen wunderschönen guten Abend wünsche, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich mich auf die anschließende Diskussion und Ihre Fragen freue. Ich will dem aber nicht vorweggreifen. Ich denke, die KVG sollte zunächst vorstellen, dann haben Sie Ihre Fragen in der Diskussion und dann würde ich mich auch in die Beantwortung derselben
mit einfügen. Uns einen schönen, angenehmen Abend und hoffentlich, dass Sie, was Ihre Fragen zur Internetreform geht, heute zufriedenstellend nach Hause gehen können. Danke. Vielen Dank, Herr Geselle. Dann bitte ich jetzt Herrn Dr. Ebert um eine kurze Einführung. Ja, ich möchte auch vorrangig einfach auch begrüßen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir haben einen sehr intensiven Beteiligungsprozess im Zusammenhang mit der Liniennetzreform gemacht. Der Herr Nolder hat es angesprochen. Unser Ziel bei dem Beteiligungsprozess war, so viele Leute wie möglich zu motivieren, uns Rückmeldungen zu unseren Vorschlägen zu geben. Auf diese Rückmeldungen sind wir angewiesen. Wir können nicht jedes Detail in der Stadt so gut kennen wie die Bewohner in den Stadtteilen vor Ort. Deswegen hat uns das sehr geholfen und wir haben viele der Anregungen berücksichtigt, abgewogen, aufgenommen oder auch nicht aufgenommen. Was dann daraus geworden ist, ist an verschiedenen Stellen vorgestellt worden und wird jetzt Herr Möller Ihnen auch nochmal in einer starken Zusammenfassung natürlich darstellen. Wir haben bewusst nicht so ausführlich gemacht, damit hier sehr viel Raum für Fragen ist. Ja, vielen Dank. Herr Möller, wollen Sie auch noch ein paar Worte sagen oder können wir jetzt Ihre Präsentation schon hören? Wie ist das jetzt vorgesehen? Ich denke, wir starten direkt. Das ist wunderbar. Darf ich Sie dann vom Podium bitten, sich mit hier vorne hinzusetzen, damit Sie auch die Präsentation anschauen können. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Einführung. Ja, schönen Dank mal Frau Friedrich für die einleitenden Worte, auch von Herrn Neuler und Herrn Geselle. Wir haben eine deutlich reduzierte Folienpräsentation mitgebracht, die ich Ihnen vorstellen werde. Das heißt, wir werden nicht das Netz, was wir im letzten Entwurf jetzt in die Beschlussfassung eingebracht haben, in Gänze vorstellen. Und das würde doch deutlich die Veranstaltung heute vom zeitlichen Umfang sprengen. Dann steigen wir mal direkt ein. Wir haben eine kleine Agenda mitgebracht. Der ein oder andere von Ihnen wird diese Präsentation vielleicht schon kennen aus verschiedensten Veranstaltungen. Wir sehen hier eine Zusammenfassung von. Es geht um eine kleine Agenda, was war eigentlich nochmal Anlass und Ziel der Netzreform, da hat der Herr Neuler schon deutliche Hinweise gegeben, das Kasseler Modell, der Bürger plant mit. Große Worte, aber tatsächlich denke ich mal, haben wir ein sehr breites Beteiligungsprozedere hier durch. Wir sind seit etwa 22 Monaten mit dem Liniennetz auf Tour begonnen. Das war ein sehr heißer Tag auf dem Friedrichsplatz im Juli 2015. Da werde ich ein paar kleine Highlights von erzählen. Dann die Neuplanung trägt die Handschrift der Bürger, was haben wir eigentlich aus dem ganzen Netzentwurf am Ende gemacht. Das reformierte Netz verbessert das Angebot für die Mehrheit der Bürger. Hier sehen wir so ein paar Highlights, auch tatsächlich eine Verbesserung, die wir mit dem neuen Netz herbeiführen und wie geht es denn eigentlich weiter. Es ist Zeit für einen großen Schritt. Wir haben es eben schon gehört durch den Impulsvortrag, den kleinen von Herrn Neuler. Wir haben seit langen Zeiten keine umfassende Netzreform mehr durchgeführt, sondern haben eigentlich punktuelle Anpassungen im Netz vorgenommen, teilweise auch bei deutlich ausgeweiteten Liniennetzen, insbesondere im Schienenbereich. Und hier sind wir eigentlich am Ende einer systemischen Weiterentwicklung, sondern müssen mal generell neu darüber nachdenken, wie wir das Liniennetz ausgestalten können. Ein Vorteil ist auch, dass wir uns dabei mittlerweile auf das Verkehrsmodell stützen können, was im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans zwischen NVV, zwischen der Kasseler Verkehrsgesellschaft, Stadt Kassel und den Umlandkommunen aufgebaut wurde, sodass man dort ein objektives Modell hat, was auch die Prognosen deutlich stützt. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, das mit dem Verkehrsmodell und es wurde natürlich auch 2014 der Nahverkehrsplan, auch angesprochen schon von Herrn Neuler beschlossen, der viele Hinweise gibt, wo man nachjustieren muss. Allerdings, sage ich es auch gleich, alle Sachen wird man in diesem Entwurf nicht wiederfinden. Die Zielsetzung des Liniennetzes, da gab es einen Stadtverordnetenbeschluss, den haben wir tatsächlich nochmal stichpunktartig und im Wortlaut aufgenommen aus der Stadtverordnetensitzung vom 4.5.2015. Das heißt, Kern unserer ganzen Überlegung war zum einen die Steigerung der Effizienz in dem neuen Netz durch Anpassung an die Nachfrage. Das heißt, wir wollen dort, wo eine hohe Nachfrage ist, unser Netz ausweiten, ausdehnen, dort, wo wir tatsächlich in den Randzeiten oder in den Randlagen der Stadt eine sehr schwache Nachfrage bei den jetzt vorhandenen Angeboten stehen, nachzuziehen. Eine klarere Netzstruktur wollen wir auch, sage ich mal, erreichen mit unserem Liniennetzentwurf. Allerdings ist das, sage ich mal, auch durch die Bedürfnisse in den einzelnen Stadtteilen, durch die Topografie, durch verschiedene andere Effekte innerhalb der Stadt auch gar nicht so einfach.
Verbesserung der Erlössituation, im Prinzip schon die Quadratur des Kreises. Wir wollen etwas effizienter werden, unsere Erlöse steigern, das heißt durch Umorganisation unserer Kapazitäten im Netz. Fahrgastpotenziale ausschützen und aber auch die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit in unserem Netz optimieren. Gerade die Themen, die wir hatten in einigen Stadtteilen, da hatten wir sehr intensive Diskussionen und ich sag mal, die Verkehrsnutzer in den Stadtteilen sind ja auch, sage ich mal, die Experten auf den jeweiligen Linien. Dort haben wir nochmal den einen oder anderen Hinweis bekommen, den wir zumeist schon auf dem Ticker hatten. Aber gerade so Anschlusssituationen, wenn man mal an den Bereich Teichstraße guckt oder im Bereich Wolfgraben, dort wollen wir auch mit dem neuen Netz etwas verbiedern. Ja, am Ende, wir haben es eben schon gesehen, Quadratur des Kreises. Letzte Form ist eigentlich ein Baustein auch, um die wirtschaftliche Belastung des Unternehmens aufzufangen. Hier exemplarisch auch zu nennen, dass vor langer Zeit, schon vor längerer Zeit, die Fahrzeugförderung in Hessen gänzlich entfallen ist. Das heißt, sämtliche Fahrzeuginvestitionen müssen von der KVG oder auch gemeinsam natürlich mit der Unterstützung getragen werden. Und das ist tatsächlich eine große Aufgabe, die wir uns mitnehmen. Das Kanzlermodell der Bürger auf Land mit. Ich habe es eben schon mal ein bisschen in einem Stichpunkt dargestellt. Wir haben eine sehr breite Bürgerbeteiligung gehabt. Wir haben einen sehr aktiven und breiten Dialog geführt und auf allen Kommunikationskanälen. Die Presse haben wir heute vor Ort, Hörfunk haben wir vor Ort, wir haben die Printmedien. Wir haben eine relativ breite Unterstützung bekommen durch die Presse, um unsere ganzen Änderungsentwürfe, die wir haben, auf Stadtteilebene zu diskutieren. Es gab eine Stadtteilserie in der HNA, der extra Themen begleitet und wir hatten eine sehr intensive, sag ich mal, Kommunikationsbegleitung über unsere Online-Medien. Das heißt, wir haben eine extra Homepage angelegt, auch erreichbar über die KVG, aber auch unter www.kanzlerlinien. Möglicherweise hat sich der eine oder andere dort noch intensiver und weiter informiert, als das mit den Printmedien möglich war. Denn auch die gab es. Für Anregungen und Kritik wurden umfassende Antwortmöglichkeiten bereitgestellt. Das heißt, man hatte Formulare, über die man sich einbringen konnte. Es gab Online-Rückkanäle. Alle Rückmeldungen wurden erfasst und ausgewertet. Hier sieht man nochmal kurz ein paar Beispiele von dem, was wir alles bereitgestellt haben für die Informationen, für Sie als Bürger, für Sie als unsere Fahrgäste und für natürlich alle diejenigen, die in dem Entscheidungsprozess bis zur Beschlussfassung hin uns auch begleiten müssen, die wir dort eben einbinden wollen. Printmedien aller Couleur über Broschüren, Stadtteilkarten, Liniennetzplan, all was man so braucht, um sich so ein bisschen durch den ÖPNV zu navigieren, denn das ist am Ende tatsächlich auch eine relativ komplexe Aufgabe. Umfassendes Mailing an alle Abonnenten, die wir haben hier in Halbkappel und eben schon angedeutet eine Homepage, wo man sich auch verschiedentlich informieren kann. Wir haben diesen Prozess über 4 Monate geführt. Die Bürger wurden aufgerufen, Anregungen und Kritik zur Netzreform tatsächlich an uns zurückzurichten und hier wurde auch relativ rege von Gebrauch gemacht. Man muss sich einfach mal ein paar Zahlen nochmal spiegeln, dann kriegt man ein bisschen Gefühl für die Größe und die Dimension, in der wir hier agieren. Wir haben etwa 45 Millionen geförderte Fahrgäste jährlich, etwa 35.000 Abonnenten, Jobticketnutzer, etwa 200.000 Einwohner in der Stadt Kassel und mit einem zusammen 100.000 Ein- und Ausländer täglich, sodass eigentlich jeder Haushalt in Kassel unmittelbar oder mittelbar von dem Planungsstand, den wir hier präsentieren, betroffen ist. Es gab über die verschiedenen Feedback-Kanäle, die ich eben dargestellt habe, 1.100 direkte Rückmeldungen. Was bedeutet das? Ein einzelner Bürger hat sich über die verschiedenen Feedback-Kanäle an uns gerichtet, sei es über die Online-Medien, aber auch durchaus in liebevoll gestalteten und ausgeschmückten 4-seitigen Briefen, die natürlich auch tatsächlich relativ intensiv von der Bearbeitung waren. Was ist eigentlich, was sind die Themen, die von den Bürgern und den Fahrgästen aufgenommen werden? Die wesentlichen Kritikpunkte fokussieren sich auf ja, tatsächlich einige Punkte der Planung, insbesondere im Omnibusbereich, sind etwa 80% aller Rückmeldungen, die sich auf die Buslinien 24, 12, 27, 10 und 25 richten. Wenn wir heute Abend über Liniennummern sprechen, ist es ein bisschen schwierig. Wir haben ein Liniennetz heute mit einem Liniennummernkreis. Wir haben den neuesten Entwurf mit Liniennummern und dieser hat sich teilweise noch gegenüber dem ersten Entwurf ein bisschen verändert von der Liniensystematik. Darum, wenn wir nachher in den Dialog einsteigen, müssen wir immer darüber sprechen, ist die Linie Nummer 11 oder die Linie Nummer 9 genannt, damit wir uns da vereinbaren können und nicht aneinander vorbeilaufen. Die Themen waren natürlich Linienäste, die wir in unserem ersten Netzentwurf oder auch im jetzigen Netzentwurf nicht mehr bedienen wollen, weil die Nachfrage dort so schwach ist. Aber auch
Ich bin schon eine Seite weiter, Entschuldigung. Auf die Trabi bezogen sich etwa 20% der Rückmeldungen. Dann kamen wir natürlich auch unsere Besuche den Ortsbeiräten in verschiedenen politischen Fraktionen, bei Umweltverbänden und auch aus verschiedenen Unterschriftenlisten Hinweise oder, sage ich mal, ein bisschen mit Nachdruck verliehen, welche Planung aus Sicht der Bürger nicht ins Schwarze umsetzen haben. Wenn wir uns das mal weiter anschauen, die Neuplanung trägt die Handschrift der Bürger. Wir haben einige Schwerpunkte in dieser Präsentation mitgebracht, die sich nach dem Bürgerbeteiligungsprozess geändert haben gegenüber dem ersten Stand, den wir Ihnen vorgestellt haben. Das betrifft im Prinzip alle hier in dem Liniennetzplan hinterlegten blauen Kreise. Im Bereich Susterfeld, Hellebühl, im Bereich Wehenheiden, im Bereich Mitte, im Bereich Kasseler Westen, im Bereich Halshausen, im Bereich Wolfsanger und im Bereich des Forstfeldes. Diese Änderung würde ich als kleine Schwerpunktsetzung kurz vorstellen, wie der letzte Planungsstandort ist. Und wir beginnen mal nochmal mit der Auswertung der Omnibuslinien. Das heißt, hier hatte ich eben gesagt, hatten wir etwa 80% aller Rückmeldungen und ja, die meisten stellen tatsächlich auch Kritikpunkte. Viele Kritikpunkte zu den verschiedenen Linien, heutiger Liniennummernkreis, sind wir eingegangen. Bei der Omnibuslinie 24, bei der Omnibuslinie 27, bei der Omnibuslinie 10, 25 und bei der 26. Wenn wir uns das mal anschauen, im Bereich Hellebühl, dort hatten wir in dem ersten Entwurf uns dazu durchgerungen, den Bereich nur über ein Sammeltaxi, also über einen Bedarfsverkehr anzudienen. Dort sind wir zu dem Entwurf übergegangen, dass wir hier eine Omnibuslinie 11, im Prinzip im Linienverlauf der heutigen Buslinie 24, weiterhin anbieten wollen, geführt von Baden-Württemberg bis in den Bereich Niederlandsfähren-Dez, soll verkehren in einem Halbstundentakt und eigentlich die Bedienungsfunktion weiterhin haben, wie wir sie halt heute haben. Im Vergleich nochmal, in dem ersten Entwurf hatten wir hier in dem Abschnitt einen Bedarfsverkehr an Sammeltaxiverkehr, weil wir auch eine wesentliche Verbesserung auf der Straßenbahnachse hier im Bereich Hellebühl und Eugen-Richter-Straße vornehmen in unserer neuen Linie. Schauen wir uns mal das an, was wir überplant haben im Bereich Hoch-Lindmold, Vorderer Westen, Wehenheim. Dort haben wir wieder die Verbindung über die Tannenwaldbrücke oder Tannenbällchenbrücke, wie sie eigentlich hier im Sprachgebrauch in Kassel etabliert ist, aufgenommen. Wir haben die Neuplanung nach den Wünschen der Bürger ausgerichtet oder nach dem Feedback, was wir bekommen haben. Das heißt, wir haben eine Omnibuslinie 12 alle 30 Minuten über Bahnhof Wilhelmshöhe geführt. Es gibt eine Omnibuslinie 13 alle 30 Minuten über die Jugendherberge zwischen Vorderer Westen und Rot-Dittmeier geführt, was in dem ersten Entwurfstand tatsächlich linienmäßig nicht mehr bedient war, dieser Abschnitt. Und diese Buslinien 12 und 13, die Sie hier sehen, überlagern sich zu einem durchschnittlichen 15-Minuten-Takt zwischen Weserspitze und Rot-Dittmold und im Bereich Wehenheiden-Aue-Stadion, also über die Ludwig-Mohn-Straße geführt und ergeben in Summe eine deutliche Angebotsverbesserung und Angebotsauswahlwertung weiter gegenüber dem heutigen Angebot, was wir aufbieten. Neu ergeben hat sich, da kommen wir aber auf eine weitere Folie noch durch, verschiedene Linienwegsveränderungen, eine Stadtteilbuslinie 25, der Name Namensgebung angelehnt an die 25 heute ein Stück, die auch das Quartier erschließt. Kommen wir zu einem Thema, was wir sehr kontrovers diskutiert haben. Ich nehme es tatsächlich schon mal vorweg. Auch in den jeweiligen Stadtteilen natürlich und auf den verschiedenen Ortsbeiratssitzungen. Gemeinsam mit meinen Kollegen haben wir eigentlich alle Ortsbeiratssitzungen innerhalb der Stadt Kassel zu diesem Liniennetzthema besucht. Und wir haben unseren ersten Liniennetzentwurf mit der Omnibuslinie 35 des NVVs, die wir über einen anderen Linienweg durch das Quartier Forstfeld führen, so belassen und haben eine Anruf-Sammeltaxi-Linie, also einen Bedarfsverkehr, was Sie mit einer gewissen Vorlauffrist tatsächlich telefonisch abrufen müssen, als Ergänzung in das Quartier eingebracht. Und dort insbesondere die Seniorenwohnanlage am Lindenberg mit dem Ortsteil hier, mit dem Forstfachweg zu verbinden, weil dort ein kleines Ortsteilzentrum besteht, wo quasi Nahversorgung stattfindet, wo Ärztezentrum ist, Apotheke und dergleichen. Wir haben das relativ breit diskutiert, auch in der Ortsbeiratssitzung im Forstfeld, die auch in der Seniorenwohnanlage stattgefunden hat.
dass dieser Entwurf natürlich nicht zu großer Begeisterung geführt hat, das war uns im Vorfeld schon ein Stück klar. Aber wir können diese Seniorenwohnanlage mit dem Taxi direkt vor der Haustür tatsächlich erreichen. Und mit diesen Argumenten konnten wir schon etwas punkten. Schauen wir mal, wie es sich weitergeht. Es gibt natürlich auch noch weitere Schulbusverkehre. Es gibt einen großen Bedarf, gerade zur Gesamtschule Weiler natürlich in dem Quartier, von der Haltestelle Lindenberg angebunden an die Straßenbahn. Und dort wird es wie heute auch weiterhin Schulbusangebote geben, um diese Bedarfsspitzen abbilden zu können. Das ist letztlich sonst nicht bewerkstelligt. Anruf-Sammeltaxi-Thema haben wir gerade schon im Forstfeld gesehen. Wir haben unseren ersten Liniennetzentwurf für den Bereich Habelshausen im Bereich ab der Ahnertalstraße eine stringente Linienführung mit dieser neuen Omnibus Linie 10 vorgesehen. Wir haben trotz der kontroversen Diskussion in diesem überplanten Entwurf an dieser stringenten Linienführung durch eine Linie, auf einen Linienweg festgehalten, weil wir uns eine deutlich größere Transparenz und Akzeptanz von der Linie versprechen. Das Verkehrsmodell hat uns dort auch in unseren Prognosen und Erwartungen gestützt, was wir dort kalkuliert haben, und haben quasi in Analogie zu dem Ortsteilzentrum oder dem Ortsteil Forstfeld auch einen Bedarfsverkehr ausgerichtet, der zwar hier an einem relativ verschlungenen Linienweg erstmal aufgeführt ist, allerdings sämtliche nicht durch die Linie bediente Haltestellen anfährt. Und von der Systematik eines Anruf-Sammeltaxis ist es so, dass er natürlich nicht das komplette Linienband abfährt. Wenn Sie beispielsweise an der Wilhelm-Führerstraße einsteigen wollten und Sie wollten an die Ahnertalstraße, fährt das Anruf-Sammeltaxi nicht den ganzen Linienweg ab, sondern wird die jeweils schnellste Fahrbeziehung für Sie wählen, sodass Sie auch tatsächlich relativ zügig unterwegs sind und geringe Reisezeiten haben. Warum haben wir das gemacht? Sehr geringe Fahrgastzahlen im Bereich der Eschebergstraße und dort halt niveaugleich auch vergleichsweise kurze Wege zu relevanten Haltestellen auf dieser neuen Omnibuslinie 10. Wenn wir uns den Bereich Wolfsanger Hasenecke anschauen, dort hatten wir im ersten Entwurf eine Linienführung, die noch mit einem Arbeitstitel damals versehen war, die 20 und die 20E. Wir haben aufgrund der Kritik, die wir bekommen haben durch die Anwohner in dem Bereich Zeppelinstraße, Meierstraße, wo wir ja heute auch mit der Omnibuslinie noch fahren, diese Linienführung, diese stringente Linienführung, die wir hier nur in diesem Bereich bei Wolfsgraben geführt haben, wieder aufgebrochen. Wir bedienen heute auch wieder auf dem Netzentwurf, auch wieder die Haltestelle Meierstraße, Zeppelinstraße, um quasi die Fernerschließung in dem Quartier aufbieten. Ja, dieser Bus 26 soll alle 30 Minuten zur Hasenecke über Zeppelinstraße fahren, dort mit der Feinerschließung, und der Bus 27 hier oben angebunden, alle 30 Minuten zu ihrer Zollner Straße. Wir haben eben durch die Omnibuslinien 12 und 13, die ich Ihnen kurz vorgestellt habe, einen Eingriff gemacht in den Bereich Wehlheiden und mussten dort eine auch, sage ich mal, neue Linienführung andienen. Das ist in dem Fall erfolgt, dass wir einen Ortsteilbus haben, dieser Ortsteilbus 25, der hier im Bereich westlich der Ludwig-Bohn-Straße, die heute auch schon bekannte Treppenfunktion, wenn wir es so nennen möchten, wahrnimmt, am Ausstadion anbindet, hier zum Weinberg fährt, Philosophenweg hoch, der Fischbeinstraße hoch und hier zum Kirchweg. Es ist zwar eine Ringlinie und man könnte schnell zu der Idee kommen, dass diese Ringlinie nur in eine Richtung gefahren wird. Diese Ringlinie soll halb Stunde im Tag in beide Fahrtrichtungen natürlich bedient werden, damit man nicht einmal mit der sprichwörtlichen Kirche ums Dorf machen soll. Es gab in unserem ersten Liniennetzentwurf die Idee, dass wir nochmal eine neue Verkehrsscheibe, eine neue Verkehrszeit einführen. Und zwar war der Gedanke, dass wir im Spätverkehr, also etwa 22.30 Uhr, auf den relevanten Achsen nochmal eine Takthalbierung vorsehen, der deutlich abschwächende Nachfrage im Spätverkehr quasi gerecht zu werden oder nachzukommen und die Kapazitäten, die wir freisetzen, an anderer Stelle in das Netz einzubringen. Aufgrund der Diskussion, die wir hier in den verschiedenen Ortsteilen und aber auch, sag ich mal, stadtpolitisch geführt haben, haben wir uns von dieser Idee bei dem Spät- und Nachtverkehr verabschiedet. Das heißt, Sie werden künftig in unserem Netzentwurf, wenn er denn so zur Beschlussfassung kommt oder der Regierung kommt, im Spätverkehr eigentlich die gleiche Systematik haben, im Wesentlichen, wie wir es heute haben. Das heißt, wir fahren die Anschlussknoten 22.45, 23.15, 23.45. Allerdings hatten wir in dem ersten Netzentwurf einen verstetigten, durchgängigen Nachtverkehr gehabt.
diese Rücknahme der Maßnahmen hat uns insbesondere natürlich der, bei den Bevölkerungsteilen nicht so viel, sage ich mal, Positives eingebracht, die nachts unterwegs sind. Im Wesentlichen sind das die Studenten oder jüngere Leute in den meisten Teilen von dem Feedback, was wir bekommen. Aber, wie gesagt, hier der Verzicht auf die Nachtverkehre, wird Montag bis Sonntag ein Bedarfsverkehr in Anlehnung an die heutigen Früh- und Spättaxen vorgesehen und bleibt eigentlich in dem Sinne beim Alten. Tatsächlich ist es so, dass wir nicht alle Wünsche in dem überarbeiteten Netzentwurf aufgreifen konnten. Dort haben wir entweder, sage ich mal, Hinweise bekommen, die dann an anderer Stelle zu Problemen im Netz geführt haben. Es waren teilweise sehr gute Vorschläge, die isoliert auf den Stadtteil sicherlich Vorteile gebracht haben, aber in der gesamten Netzwirkung uns Probleme bereitet hätten oder aber deutlich umfassendere Kapazitäten einbringen müssen, also am Ende deutlich höhere Kosten verursachen. Beispiele dafür unter anderem die Omnibuslinie 12, die in ihrer heutigen Funktion weiterhin keine Rolle spielt. Sie wird an vielen Teilen durch andere Linien tatsächlich aufgefangen und in ihrer Funktion auch aufgefangen. Wir haben Kritik geerntet für den Tausch der Tram-Äste Linien 3 und 4 und für die Linienäste 6 und 7. Bei der 3 und 4 bezieht sich im Prinzip aus unserem Planungsansatz im Wesentlichen auf die optimierte Vertaktung im Bereich der Helleböen-Strecke mit einem künftig angedachten, konsequenten 7,5-Minuten-Takt. Wir haben heute zwar zu einigen Verkehrsspitzenzeiten eine zweite Linie auf der Helleböen-Strecke, allerdings fährt sie in einem Taktgefüge 12-3 Minuten etwa, sodass sie eine relativ lange Wartezeit haben. Dann kommen zwei Bahnen in Folge und dann ist erstmal wieder relativ lang nicht. Und Anpassung an das Angebot im Tagesansagen. Tja, wenn wir das nochmal zusammenfassen, was sind eigentlich unsere Sachen, die wir in der Summe vorsehen, um das Angebot tatsächlich für viele Bürger und Bewohner und Fahrgäste der Stadt und Region zu verbessern. Wir haben Kapazitätssteigerungen vor, um etwa 35 Millionen Platzkilometer. Das sind 3,3% unseres Platzkilometeraufkommens. Das ist eine relativ spezifische Zahl aus dem ÖPNV. Kurz erklärt, wenn ein Fahrzeug mit 100 Plätzen einen Kilometer fährt, habe ich als Produkt 100 Platzkilometer. Darum, wieso leite ich den Wert an? Bei der Straßenbahn sind es 58 Millionen zusätzliche Platzkilometer, insbesondere durch den Beiwagenbetrieb auf der Achse Helleböen, Frankfurter Straße, Ehrenshäuser Straße, zukünftig möglicherweise sogar bis nach Baunatal, das sind wir in den Prüfungen. Und im Omnibus haben wir tatsächlich eine Reduzierung in Gesamtplatzkapazitäten vor. Dort nehmen wir das Angebot um etwa 6,4% zurück. Wir haben in unserem Linienetzentwurf ein langes Ansinnen der Kaufleute, aber auch unserer Fahrgäste aufgenommen, und zwar ist es die Ausweitung des Nachmittagsverkehrs am Samstagnachmittag. Heute weicht unser Tag um 15 Uhr auf, das heißt, wir reduzieren das Angebot durch das Freizeitverhalten, Einkaufsverhalten und aber auch die Attraktivität in der Innenstadt. Durch die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten haben wir dort tatsächlich hohe Fahrzeug- und Engpässe, sodass wir deutlich nachsteuern wollen und dass wir diesen Ansatz auch verwirklicht haben. Das heißt, Verlängerung des 15-Minuten-Taktes bei der Tram von derzeit 15 Uhr auf ca. 18 Uhr als Anpassung an die Ladenöffnung. 50% mehr Angebot auf der Achse Hallefhausen, Rothen-Dittmold, Innenstadt, Waldau. Das heißt, die heutigen Omnibuslinien 18 und 19 sollen künftig durch die Omnibuslinie 10 ersetzt werden. Und diese Linie 10 soll in einer abweichenden Taktfamilie in einem 10-Minuten-Takt verkehren. Das heißt, eine 50%ige Ausdehnung des Angebots gegenüber dem heutigen Angebot auf dieser Achse. Und dort haben wir einen extremen Fahrgastdruck. Dort wird es Zeit, dass wir tatsächlich Nachwuchs geben. Angebotsverbesserung auf der Helleböen-Strecke, das hatte ich eben schon kurz erwähnt, durch den 7,5-Minuten-Takt, ganztägig, das heißt bis etwa 20 Uhr, bisher in den Zeiten Verkehrsspitze, dort halt in einem unstetigen Takt, dort eine deutliche Vereinheitlichung des Fahrtangebotes. Mit der Buslinie 12 und 13 hatte ich es eben auch schon genannt, im Bereich der Ludwig-Mohn-Straße, also zwischen Wedelheim und Aue-Stadion, aber auch im Bereich zwischen Wedelheim, also Wedelheim-Aue-Stadion und Weserspitze und Rot-Dittmold, diesen quasi überlagernden Takt, der sich zum 15-Minuten-Takt ergibt und überlagert. Kapazitätsausweitung durch den Tram-Beiwagenbetrieb auf der 906, halt Ehrenshäuser Straße, Innenstadt Frankfurter Straße und die Beibehaltung von Tangentenfunktionen, die wir in dem ersten Linienentwurf zum Teil aufgegeben haben, insbesondere im Bereich Roten-Dittmold, Vorderer Westen und Bahnhof Wilhelmshöhe-Deetz.
Wenn man das nochmal kurz gegenüberführt zu den quasi Zielen, die formuliert wurden mit dem Stabo-Beschluss aus 2015 übereinandergebracht, sind wir der Überzeugung, dass unser neues Liniennetz besser zur Nachfrage passt. Das heißt, wir bekommen auch aus dem Verkehrsmodell und einer nachgelagerten Erlösabschätzung eine positive Fahrgastprognose bei moderaten Angebotsangleichungen. Die Netzstruktur ist klarer und übersichtlicher, insbesondere wenn man sich mit einigen Stadtteilen auseinandersetzt, wie Haderlshausen oder wie Waldau. Dort kriegen wir eine höhere Transparenz. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit werden wir durch das Aufziehen von einigen Anschlussrelationen zwischen Bus und Straßenbahn stabiler gestalten werden. Tatsächlich ist das ein oder andere Mal die Reisezeit, ergibt sich etwas länger, ein, zwei Minuten kommen hinzu, aber dadurch wird der Anschluss tatsächlich stabiler und zuverlässiger. Und von unserer erlösten Fahrgastprognose, ich habe es eben schon gesagt, wir erwarten etwa 300 bis 250.000 zusätzliche Fahrgäste jährlich. Und in Summe mit den Angebotsreduzierungen, die wir im Busbereich vornehmen, mit der Erlösprognose wollen wir einen Gesamteffekt von 1 Million Ergebnisverbesserung gegenüber dem Status quo realisieren. Wie geht es weiter? Kleine Komplizierung oder nochmal Wiederholer von den Worten von Frau Friedrich. Wir haben den Magistratsbeschluss erhalten am 8.5.2017. Wir sind heute in der Bürgerversammlung am 1.6. Tag der ASMV, also der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr der Stadt Kassel. Es soll der Beschluss der Stadtversammlung am 19.06.2017 ergehen und ein möglicher Start des neuen Liniennetzes wäre dann im Jahr 2018. Bis dahin ist es zumindest für mich und meine Kollegen und einige weitere Kollegen der KVG wäre noch ein weiteres Stück Arbeit. Und dann wäre ich auch erstmal durch. Vielen Dank. Herr Böller, das waren ganz, ganz viele Informationen innerhalb kürzester Zeit. Danke, dass das so möglich war, denn wir wollen ja die Zeit zur Verfügung stellen, damit Sie auch Ihre Fragen beantwortet bekommen. Darf ich die Teilnehmer des Podiums wieder nach oben?